dann... ich will diesen Edelstein finden. Punkt. Will ich. It's closer. Hier ist er irgendwo. Da muss ich irgendwie nach oben, glaube ich. Grabe auf dem Hang. Ja, okay. Ich versuche aber trotzdem mal da reinzukommen. Ich möchte nach oben. Nach oben. Hier an der Wand gibt es, glaube ich, sowieso nichts. Ich werde aber mal versuchen. Da kommt man sicher irgendwie rein. Ich weiß, dass da oben nicht der Edelstein drin ist, aber trotzdem. Wie auch immer, im Hanggraben hat's gegessen, oder? Hier. Da soll ich angeblich graben. Und wie soll ich da denn bitte graben, wenn... wenn ich doch sowieso, wenn ich sowieso keine Luft habe. Beziehungsweise wenn ich sowieso unter Wasser bin. Das heißt, ich kann das Ganze wieder umstellen auf 3 wie am Anfang. Oh, das heißt, ich hatte es am Anfang sowieso richtig. Ich bin so schlau. Na, jetzt bin ich wieder von der Seite dran. Ich muss hier von dieser Seite dran, genauso. Dann hier dran hüpfen. Ich habe gesagt, hier dran hüpfen. Oh Mann, jetzt kriege ich nicht mehr das hin. Der will nicht anständig hüpfen, unser lieber Knuckles. Der Echidna heißt, glaube ich, Ameisenbär. So, hier hinter. Hier, hinter. Wie gesagt, hier, hinter. Okay. Okay, ist gut. Ich werde das Wasser jetzt hierhin erhöhen. Auf Ebene 1. Und dann wird wohl oder übel nichts anderes übrig bleiben als... als... ändert sich vielleicht die Wasserhöhe. Das ist nicht nur vielleicht so, lieber Omocha. Oh Mann, dieser Sprung, der manchmal nicht klappt, ist echt frustrierend. So, 3. Dann gehe ich mal auf Ebene 2 in diesen Gang hinein. Ich glaube... der führt ebenfalls in den entsprechenden Gang. Ja, hier sind wir richtig. Ich werde noch mal kurz hier reinlinsen, aber ich glaube, da blockiert uns jetzt die Plattform. Ja, die Plattform blockiert uns den Weg nach unten. Ganz offensichtlich. Wo führt eigentlich dieser Gang nach oben hin, wenn ich da jetzt auch weiter nach oben kletter? Ist auch nur so ein kleines Loch. Graben wir mal. Da ist er. Endlich. Dieses dreckige, nenne ich es jetzt mal, Level endlich vorbei. Endlich. Rang E. Wen wundert's? Ich bin aber auch mehrmals gestorben. Das war echt sehr wenig Score, den ich hier bekommen habe. Emblem Nummer 8. Komm. Bling. Aber immerhin können wir jetzt unserem Gorilla Chow weitere Power-Ups geben. Wir können dann, wenn wir mit der Story fertig sind und unser Chow so richtig aufgepeppt haben, können wir ein paar Chow-Wettrennen und Chow-Karate mit dem Mann noch machen. Das wird sicher lustig. Na, habt ihr gerade gesehen, wie oft ich auf die Sprungtaste drücken musste, bevor der endlich gesprungen ist? Das ist ziemlich nervig, dass das so verbuggt ist. So, da ist er ja, unser Gorilla-Chow. Da ist er ja. Und nun geben wir ihm
Wo sind sie denn? Da. Wir haben ganze 2 Röhren mitgebracht. Ah, ist das nicht toll? Da ist die nächste. Ja, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Du mich auch. Und die Eierschale sollst du jetzt aufsetzen. Wahrscheinlich ist er immer noch zu doof dafür, aber man kann es ja mal probieren. Er blickt es nicht. Hurra. Hoffentlich kommt jetzt wieder ein Level mit Sonic. Hoffentlich. Now saving. 9.03 Uhr in der Hauptstadt. Ach, das Level. There always seems to be a lot of police around when you don't need them. Tails, any news yet? For some reason, I'm not getting a signal from the 6 remaining Chaos Emeralds. Maybe Eggman took the Emeralds into outer space. Outer space? Knuckles! Hey guys, long time no see. I must have got lost in the mines. Looking for the Master Emerald pieces was tougher than I thought it would be. Where are we, anyway? Hey, where are you going? Move aside, Knuckles! I managed to find the transcript between Eggman and the President in the government computer. I'm following the President's limo right now! Im Moment folgst du ihr nicht. If we get into the limo, we can trace the call to find Eggman. Okay, let's meet up there! Arme Knuckles! So, und jetzt kommt ein besonderes Level in diesem Spiel, das ich vermutlich gnadenlos versagen werde fürs Erste. Verfolge die Limousine des Präsidenten. Mit was gebe ich nochmal Gas? Mit A oder mit B? Ja, ich glaube, es war A. Und B war Bremsen. Es ist ziemlich schwer, das hier anständig zu steuern. Wirklich, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Es reagiert auch relativ... schwer, so wie das Surfbrett am Anfang vom Spiel, also im ersten Level von Sonic. Und hier die actionreiche Verfolgungsjagd durch die Stadt. Wo ist überhaupt die Limousine? Ich muss einfach nur in den nächsten 18 Sekunden hier durchfahren. Check! Time extended! Hurra! Und weiter geht's. Abbiegen! Ah, verdammt. Und wenn man mit Autos zusammenstößt, dann verliert man ein wenig Geschwindigkeit, auch wenn das nicht so aussieht. Ich finde es übrigens lustig, wie sich unsere Helden hier, das habe ich ja vorher schon erwähnt, sich herausnehmen, einfach alle möglichen Autos über den Haufen zu fahren und durch die Gegend zu schießen. Naja, wem es Spaß macht. Aber dann sich wundern, warum die Polizei einen verfolgt. Luftballon. Und wenn man genug Ringe hat, kann man hier einen Boost starten. Den habe ich jetzt geschaut und jetzt bin ich ein ganzes Stück schneller geworden, wie ihr seht. Und Sprung. Ein Nachteil an diesem Sprung ist allerdings, dass der Boost dadurch aufhört. Und dieser Sprung gerade hat mir auch meinen Boost zerstört. Mann, hätte ich dran denken müssen. Denn jegliche kleine Erschütterung beim Auto hebt den Boost auf. Ansonsten hält er ziemlich lange übrigens. Noch einer. Power Boost. Time extended. Nee, Sonic, ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich finde die Sprachausgabe zwischendurch cool. Und wie ungeduldig Sonic einfach ist. Fragt ihn schon nach einer Minute, ob er den Präsidenten gefunden hat, ey. Der muss doch durch die ganze Stadt heizen und die Limousine verfolgen. Übrigens, wieso ist dieser Highway... Wieso ist dieser Highway überhaupt über dem Meer und schwebt und so weit entfernt von der Stadt? Und genau hier soll der Präsident entlangfahren. Es hat zwar, nehme ich mal schwer, an grafische Gründe... Aber es ist trotzdem unlogisch. Wie auch immer, trotzdem ein toller Highway. Lalalala. Irgendwie, nach einer Zeit wird die Musik ziemlich nervig. Und viel zu erzählen gibt's ja nur echt nicht, weil... Ich muss ja einfach nur ein paar Minuten lang durch die Stadt fahren. Zu hoffen, dass ich nicht allzu langsam bin. Power Boost. Das war knapp. Das war wiederum nicht gut. Ach, und Tails Transformer-Dingens ist jetzt also ein Auto, fällt mir gerade auf. Das ist ja dasselbe wie sein Schussroboter oder der, mit dem er fliegt. Wenn er fliegen kann, wieso fliegt er dann nicht einfach durch die Level? Verdammt. Das hätten wir vorher ziemlich viel Mist erspart in seinem Level. Und da ist die Limousine des Präsidenten. Ich hab's geschafft. Hurra! Tails sagt, yeah, I got the President. Gibt's überhaupt einen Rang für? Ich glaube schon.
zeig mal her. Rang C. Was muss ich denn machen für Rang A, verdammt? Total Rings, 630? Ich habe nicht 630 Ringe, das glaube ich nur der Score für meine Ringe. Emblem Nummer 9. Und hier gibt's natürlich keinen Zugang zur Chao-Welt. Mich würde auch wundern, wenn auf einer Straße eine Chao-Kiste stehen würde. Minispiel Kartrennen mit 3 Kursen ist jetzt verfügbar. Na super. Mr. President, reports show that since the incident 3 hours ago, the country is in turmoil. Our financial communities are impacted and our satellite communications are down. An emergency meeting has been called. Mr. President, this is a national crisis. Das ist also unser Präsident. Spare me the details. Exactly just what is it that you want? Dr. Eggman? Well, let's just get down to business then, shall we, Mr. President? I won't bore you with all the details, since I know you are a very busy man. Mr. President, my demands are quite simple. Surrender to the Eggman Empire and make no attempts to resist. Otherwise... 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 Otherwise your country will cease to exist. You have 24 hours to give me your answer. No way! Wieso, wenn Sonic sowieso hinter der Präsidentenlimousine hinterher rennen kann, wieso zur Hölle verfolge ich ihn damit teils? Ma. Ich glaube, das würde mich als Präsident sehr verstören, wenn da plötzlich ein zweispänziger Fuchs und ein blauer Igel in meiner Limousine drin stehen würden und Scheiße labern und alles durcheinander bringen. Mr. President, we're receiving an incoming signal from our agent. Ein Signal von Ihrem Agenten. Wer ist das wohl? Inside that pyramid? I saw Eggman go inside the pyramid. And more importantly, I saw that Batgirl go inside with him as well. But you saw them too, right? Well, yeah! Should be able to get into outer space from there. I don't know what this space colony is all about, but I'll find and destroy that cannon, and then kick their imperial butts. All right.